für ein 24% ist ziemlich zufriedenstellend für den Start. Okay, aber es scheint alles nicht gemerkt zu haben. Sprinten und ballern, das kann ich nicht. You're up! Schön, dass du auch da bist. Wie geht's dir? I don't know what I do. Hallöchen, Revi. Schön, dass du auch da bist. Ich glaube, ich habe einfach den Drang, nur noch zu sterben im Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wieder da, willkommen zurück. Du darfst nur kurz den Stream ausmachen und alles. Hä? Oh Gott. Oh. Let me die! Let me die! Ich bin eben, weiß ich nicht. Ich mach das gerade nicht aus Spaß, aber ich bin irgendwie super unzufrieden, wenn der Start schon so scheiße anfängt, dass ich einfach denke, screw you! I'm gonna try this again. Timing bei dieser Münze sackt. Einfach richtig hart. Oh. So, ich habe immer noch nicht verstanden, warum ich hier zwischenzeitlich manchmal sterbe. Ich raff es nicht. Sind die unsichtbar, die Dinger? Sind die unsichtbar oder was? Warum? Sind die unsichtbar? Euer Ernst? Ey, die sind doch... Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie jetzt unsichtbar sind. Oh mein Gott, ernsthaft? Solange ich die nicht höre, ist alles okay oder was? Sind das unsichtbar? Oh, es rippt gerade wieder. Twitch! Twitch, what you doing? Ich muss mir mal meinen eigenen Stream gerade angucken, einen Augenblick. Okay, bis dahin greift es. Das sind ja schöne Lags auf jeden Fall. Richtig gut. Wait, aber. Hä? Die Bitrate ist gerade auf 6000, auch wenn es rot ist? I don't understand. Ja, liebe Leute. Ich glaube, Twitch macht uns da gerade. Ein Riesenstrich durch die Rechnung. Es sei denn, ihr sagt so, hey, ist das eigentlich irgendwie okay oder es buffert gerade die ganze Zeit? Es ist halt bei mir die ganze Zeit rot, aber manchmal ist die Bitrate wieder auf 6000, wie sie sonst dieser Setbase und es buffert. Okay. Ja, schade. Ich glaube, wenn Twitch gerade rumzickt, kann ich eh nichts machen, so wirklich, ne? Unfortunately. Hm. Mann.
Ist halt Essen, aber so macht ja auch keinen Spaß zu streamen. Also wirklich nicht, so macht's keinen Bock. Und da habt ihr keinen Spaß dran, hab ich keinen Spaß dran, dann brauchen wir uns auch nicht unterhalten. Dann kann ich besser das Let's Playen quasi und das einfach auf YouTube hochladen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr davon seht, aber ich, gerade geht's wieder, kannst du über Discord streamen, freuen dich dann alle. Ja, schön. Sure. Let's go, let's switch to Disc. Aber dann kann ich keine Sammlung daraus machen. Das ist halt das Doofe daran. Es fuckt richtig ab. Also egal, was da passiert, aber das ist keine Bitrate, mit der ich leben kann. Er wirft gerade 30% der Frames einfach weg. Und das ist nicht cool. Und also, es ist natürlich super kacke gerade. Ich meine, ich sehe gerade meinen eigenen Stream, das läuft bei mir, aber ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten läuft. OBS sagt mir, wow, ich fucke komplett gerade ab. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, es tut mir leid für die Leute, die alle gewettet haben, natürlich. Wir sind gerade bei 133 Tode. Und ich würde sagen, wir machen dann, ich mache jetzt hier Feier. Ich hätte super viel, viel länger gestreamt, aber es funktioniert gerade einfach nicht. Es ist gerade einfach nur richtig am Abfacken. Ich denke, da hat jeder für Verständnis. Zumindest die Leute, die es noch mitbekommen und wo es nicht gerade komplett abfuckt und rumbaffert, weil das ist halt gerade richtig, das ist halt richtig ätzend, gerade so wie es ist. Oh mein Gott, ich bin ja richtig überbelichtet im Stream. Das sieht ja scheiße aus. Holy shit. Dabei sieht das nicht mal so krass aus bei OBS. Oder ist es einfach nur. Ach so, nee, es ist einfach nur als die Seite. Schiebung. Es ist keine Schiebung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kannst du nichts für. Vielleicht ist es auch Cuphead dran schuld. Jetzt funktioniert es gerade wieder, ne? Es kann natürlich auch einfach sein, dass unser Internet irgendwie hier ein Hickeboo hat und einfach sagt so, pff, nope, sorry, I'm not working anymore. Es ist gerade auch wieder voll in Ordnung. Die verworfenen Frames reduzieren sich auch gerade. Bei mir auch, ja, es müsste jetzt auch wirklich bei allen wieder gehen. Aber das schockt halt gerade so richtig. Also weiß ich nicht. Soll ich jetzt nochmal versuchen, ins Spiel zurückzugehen oder habt ihr keinen Bock mehr? Ich spiele auch einfach Runden Overwatch. Na. Oder Emily. Nein, Emily. Wir können ja nochmal, es würde mich mal wirklich interessieren, ob es vielleicht wirklich an Cuphead liegt, was ich mir nicht vorstellen kann. Also, was der letzte Scheiß wäre. Aber Emily ist momentan nicht dran, liebe Leute. Wir probieren es einfach nochmal. Es kann ja wirklich sein, dass einfach mein Internet zu einem gewissen Zeitpunkt einfach so, pff, ich bin kurz weg. Tschüss. Tschüdelü mit Ü. Deswegen, I don't know. Weird shit auf jeden Fall is going on. Kann ich eigentlich? Ich weiß gar nicht. Dieses Level macht mich irgendwie traurig. Also ich glaube, wir machen die Bosskämpfe mehr Spaß als dieses Run and Gun, weil das Run and Gun mich fertig macht, ey. Mich aber auch nicht geschickt an, aber immerhin habe ich herausgefunden, dass die komischen Viecher unsichtbar sind anscheinend. Ohne Scheiß, mich töten einfach unsichtbare Gegner. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Sind die aber, wisst ihr, was treibst du in unserem Baum? Hier kommen nur Mitglieder rein.
Aber es ist wirklich so, dass die teilweise unsichtbar sind, die Viecher, oder? Kann das mal jemand reconfirmen? Ich würde das so gerne wissen. Und dann sehen wir, was ich fällt, habe ich bislang ca. 30 dem Level zu schulden, habe es noch nicht beendet. Das ist auch wirklich nervig. Aber Vinny, hast du das auch, dass du denkst, dass manche dieser Motten unsichtbar sind? Kann da irgendjemand mal bitte im Chat drauf eingehen? Ich rede, glaube ich, seit einer halben Stunde darüber. Oder sind die Grafiken einfach, ich verstehe es nicht. Irgendwas ist mit diesem Mod nicht ganz koscher. Was ist das? Hä? Woran bin ich jetzt? Woran bin ich denn jetzt bitte gestorben? War das so ein blaues Ding? Oh ja, Isa, warte, der Bot antwortet nicht. Ah! Warum antwortet er nicht? Oh ja, stimmt. Entschuldigung, jetzt könnt ihr nachholen. Sorry. Kenn das Spiel nicht. Frag mich, ob es vielleicht auch ein Bug sein kann. Ich weiß gerade auch nicht, unsichtbare Gegner werden. Aber es ist doch. Woran bin ich denn? Now go! Vor allem, die ploppen auch einfach an anderen Stellen auf. Das ist halt richtig komisch. Schön. Erstmal da drauf landen. Warum, Isa? Das ist, die gehen halt an ganz anderen Stellen kaputt. Ich habe eher den Eindruck, dass es so wirkt, als wenn die eben. Das ist irgendwo links von mir, das Vieh. Ah, ja. Die gehen einfach irgendwo anders kaputt, wo die gar nicht sind. Das ist total dumm. Ist das ein Bug? Ey, das würde mich ja mal wirklich interessieren, ob das ein Bug ist oder nicht. Ach, scheiße. Jetzt habe ich. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Bin ich ehrlich, aber. Ja, aber eher die Fliegeviecher haben eine große Reichweite. Oh, das kann natürlich auch sein. Aber es ist super. Also, es fühlt sich richtig komisch an. Also, ich weiß. Also, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, gerade die Mechanik hinter denen zu begreifen. Das kann ja auch sein. Ich finde das schön, dass ich dann auch immer in den Tod reinkommen mit so dem. So, der war jetzt irgendwie oben. Okay, da bin ich jetzt in das blaue Ding reingesprungen, keine Frage. Jetzt muss ich mal nachher mal mitchecken. Mach das mal bitte, weil das ist super weird in dem Level.
Aber jetzt waren die mal an der richtigen Stelle, wo sie eigentlich auch zu sehen sind. War der links oben, der Dude. Ups, jetzt war ich, glaube ich. No! Oh Gott, okay, Isa. Das Spiel mit Isa ähnlich nerven wie Ori. Aber jetzt wirkte das so, als wären die wirklich da, wo sie waren, die Gegner. Also vielleicht ist es wirklich einfach nur ein Bug. Ein bescheuerter, dass du manchmal einfach, dass die Gegner einfach manchmal da sind, wo du denkst, die sind nicht da. Okay, Isa. Okay, Isa. Der Run lief zu gut, ne? Ja, der lief definitiv zu gut. Konzentration! Now, go. Vor allem, man hat einfach nur so am Ende, es waren so Panic-Jumps einfach die ganze Zeit, die ich gemacht habe. You know what I do. Stelle gewesen. Kleiner Arsch. Hallöchen, Nerdy! Wie weit bist du beim ersten Mal nicht gleich... Wie? Ne, bin ich nicht. Komisch, ne? Oder ist es... Oh mein Gott, wisst ihr, was das... Wisst ihr, was das richtig Gemeinste daran wäre? Wenn das einfach... Je weniger AP du bei dem Baum hast, dass es einfach inakkurater wird. Ich sollte mich einfach töten lassen. Entweder ist es ein Bug. Es ist ein Bug. Es ist ein Bug einfach. Es ist definitiv ein Bug. Also manchmal funktioniert das, dass die Gegner da sind, wo sie sind. Und manchmal ist es einfach voll daneben. Also ich bin der festen Überzeugung mittlerweile, dass es ein Bug ist. Ich weiß nicht, worauf ich jetzt gewartet habe. Noch eine Sondereinladung. Ja. Schön, das heißt, ich darf jetzt schätzen, wo die ungefähr sind. Also wenn ich google, haben auf jeden Fall andere auch, dass Gegner unsichtbar sind. Ich glaube nicht, dass sie unsichtbar mittlerweile sind. Es wirkt halt nur so. Aber es ist, glaube ich, wirklich einfach so, dass die Gegner einfach an der falschen Stelle hängen. Ich krieg diese Münze nicht.
Warum, Lisa? Du wusstest, dass du Schaden kriegst, aber du springst da voll rein. Ne, die sind wieder irgendwie versetzt. Not smart. Hallöchen, Jens. Anna sagt, es lag an Faustink. Hier ist Faustink an. Gott, wo ist denn Faustink an? Grafik? Muss ich jetzt auch nichts neu starten oder so? Okay. Ich vergesse immer, was Faustink eigentlich sein soll. Außer, dass es irgendwie wird. Wie ein Stuff manchmal macht mit den Spielen. Das funktioniert jetzt, glaube ich, auch. Okay, okay, let's go. Jetzt schaffen wir den Run. Ich konzentriere mich jetzt einmal ordentlich. Und dann geht das auch. I can't figure out this sometimes. Ich konzentriere mich jetzt, habe ich gesagt. Manchmal ist es auch einfach besser zu schauen. Schön, dass ich das pariert habe. Habe ich gut gemacht. Hat mich zwar überhaupt nicht in die Nähe dieser Münze gebracht, aber ich habe es pariert. Ich glaube, auch je härter ich versuche, diese scheiß Münze zu kriegen, umso schlimmer wird es einfach nur noch. Sure, Isa, renn euch da hinterher. Your focus is strong today, totally. Kurz gesagt, wenn du ein 60er Herzmonitor hast und das Spiel mit mehr als 60 FPS läuft, als du Frozen. Ah, no, okay. Das ist natürlich auch schön zu wissen. Bin ich auch einfach nur. Stimmt, deswegen bin ich auch so oft immer überall gestorben. Das war erstmal direkt hinbekommen, ne? Ja.
Trotzdem ist dieser Bug bislang nicht bewusst aufgefallen, okay. Here we go! Schade, ey. Hey, aber wenigstens keinen Schaden dabei bekommen. Nein, jedes Mal vergesse ich, will ich einfach weiterlaufen und denke, ich schaffe das und dann schaffe ich das doch nicht. Oh, gehen Sie bitte weg. Problem ist, er taucht einfach wieder auf. Kann echt demotivierend sein. Kann auf heute keine Wetten mehr aufgenommen werden. Hallöchen, Ente! Wurstwummert. Werden die etwa Tode gezählt? Ja. Oh, jo. Mann! Da nie diesen Schaden zu taken und ich take ihn die ganze Zeit einfach. Und ich vergesse es jedes Mal wieder. What the fuck? Ich das überlegt. Ja, kommt zum Ende da noch ein Boss. Ja, schön. Freu mich. Das ist nicht so schwer, du machst einfach nur dumme Fehler die ganze Zeit. Man möchte halt einfach nur weiterlaufen. Das ist die ganze Zeit der Fall bei mir. Ich habe übrigens schon komplett aufgegeben an diese eine Münze zu kommen. Na, wobei, ich mach den mit 1 HP. Okay, das macht mich zu traurig. Ciao zusammen, warum macht dich das... Ups, jetzt bin ich rausgegangen. Warum macht dich das traurig? Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich bin einfach nur zu blöd gerade dafür. Kann ich jetzt eigentlich hier trotzdem mal weiter? Auch wenn... Ich habe ja alle Verträge, ich habe nur dieses eine Level nicht. Na, war's das? Ihr Jungs habt den Schuldner ja gehörig eingeheizt. Ihr könnt weiter zur nächsten Insel. Da warte ich noch viel mehr Arbeit auf euch. Wir kommen irgendwann wieder zu diesem Level, aber meine Konzentration fuckt gerade ab. Oh, wir haben eine Cutscene. Oh nein! Ich sollte einfach nicht mehr klicken hier. Mein lieber Scholli, echt, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber hey. Ihr macht euch bald, könnt ihr es mit dem finsteren König Würfel aufnehmen. Vielleicht sogar mit dem Teufel. Mann, oh Mann, echt jetzt?
Allerdings, aber ohne die Seelenverträge könnt ihr gegen den Teufel nichts ausrichten. Nur dann habt ihr eine Chance, diesen Fiesling zu besiegen. Tut das Richtige, wenn es soweit ist. Okay. Ich weiß nicht, was er da gesagt hat, aber wahrscheinlich... Oh mein Gott. Warum bin ich in diese Szene... Warum bin ich in diese Szene geswitcht? Oh, das sieht doch geil aus. Baroness von Bonbon. Keckes Konfekt. Sounds like fun. Right? This match will get red hot. And begin! Achso, warte, ich muss das treffen. Aha. Macht richtig schöne Geräusche übrigens. Cool. Okay, das funktioniert nicht. Hallo Pac-Man. Das machen die Zähne, Alter. Alter! A great slam and then some. It's on. Ist der kleine Dude hinter ihm? Lucio, dein Notnichten. Mr. Cupcake. Oh mein Gott, Mr. Cupcake. Aua. Diese runden Bälle sehen aus wie diese Zuckerkugeln, die man als Kind geleckt hat. Ich glaube, es soll das auch tatsächlich sein. Ich meine, das ist ja alles sehr, sehr sweet und sowas. Die eine Waffe ist aber... Wobei, die eine Waffe könnte nice sein. Ja, ich verstehe, was du meinst. Du meinst sowas, ne? Oh Gott, Isa, ey, komm schon. Reingelaufen. You're up. Das ist ein Waffenflügelchen. Das ist ein sehr verstörendes Waffenflügelchen. Das haben wir erwartet, dass nimmt ihr ihren Kopf ab. Ich sag's mal unverblümt, da hattest du nie eine Chance. Ja, wahrscheinlich. Okay, wir spielen mal mit der Waffe, glaube ich. Aber bei ihm ist so, glaube ich, das okay gewesen. Ja.
Oh nein. Oh Mann. Jetzt auch noch rum, oder was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, das ist ihr Kopf. Geh weg mit deinem Kopf. Oh wait, what? Oh mein Gott! Okay, warte, ich kann nicht zielen. Sieht sehr pervers aus, wie es ist mit dem. Good day for us. Well done. It's on. Oh nein. Was sind das für Karten in der Lebensanzeige? Das sind so Superfähigkeiten, die man benutzen kann. Die machen ein bisschen mehr Damage so. Boah, er hat einfach so eine ekelhafte Range. Wieso was? Der geht gar nicht hin. Dude, ja. Kannst du aufladen zwischen der Dackel und machst du Boom! In der Theorie, wenn man es kann. Auf den komme ich halt irgendwie. Null klar auf den Dude, ne? Versuche jetzt einfach so möglichst viel Range zwischen mir und ihm zu bekommen, wie ich nur kann. Weiß auch nicht, ob ich ihn gerade treffe. Ist mir auch egal. Sind's fein. Die Kleine mich echt getroffen. Die Kack-Mini-Bohne. Ah, jetzt bin ich halt irgendwas gestorben, was ich nicht gesehen habe. Und der Stream ist wieder RIP. Doch nicht? Kurzzeitig. A great slam and then some. Now go! Hier läuft er noch mehr, er wird gerade wieder rot. Ich hab den ersten Mal, hab ich den eigentlich relativ gut hinbekommen, aber jetzt krieg ich das irgendwie nicht mehr gebacken. Jetzt hängt es ja. Oh, verdammt. Ja, Stream macht wieder Ripperine. Ach Leute, wir machen das jetzt Feierabend.